man auf eine stabile Aufhellung des Wirtschaftshimmels hoffen. Heute mehren sich wieder die dunkleren Wolken. Bei dieser Wetterlage ist Sparen respektive nur Sparen und Kürzen nach all der Sparerei der letzten Jahre die falsche Antwort. Das neueste Abbauprogramm COP wird einmal mehr mit strukturellen Defiziten begründet. Nennen wir doch die Ursachen für diese Ausfälle. Es sind die Steuerreformen bei der Mehrwertsteuer, die Unternehmenssteuerreformen 1 und 2, der Ausgleich der kalten Progression und weitere in Aussicht gestellte Pakete wie die Unternehmenssteuerreform 3. Statt sie zu kompensieren, nimmt man diese Ausfälle zum Vorwand, Investitionen in die Zukunft abzuklemmen und berechtigte Ansprüche nicht zu erfüllen. Aus SP-Sicht sind die guten Rechnungsabschlüsse 09 und 10 zu erwarten, aber auch der bewölkte Wirtschaftshimmel eine Verpflichtung, die Mittel zwar sparsam, aber eben auch sorgsam einzusetzen. Mit Blick auf die Zukunft heißt das, die Familien stärken, in Bildung und Forschung wie auch in die Infrastruktur investieren, bei der Ökologie offensives Vorangehen in Technologie und Know-how. Und es gilt drittens, mit zielgruppenspezifischer Gesundheitsförderung steigenden Gesundheitskosten entgegenzuwirken und viertens, im internationalen Engagement wie der Entwicklungshilfe nicht nachzulassen. COP ist auf dem Hintergrund dieser Gedanken zu überdenken. All diese Aufgaben verlangen einen handlungsfähigen Staat, ein vernünftiges Verhältnis der Personaldotation zum Aufgabenvolumen und eine Infrastruktur, sprich eine Informatikstrategie, um die Arbeiten effizient erledigen zu können. Wenn von bürgerlicher Seite einmal mehr der Personalaufwand kritisiert wird, muss hier gesagt werden, der Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben des Bundes hat weiter abgenommen. Ein Teil der Kosten sind reine Änderungen der Verbuchungspraxis. Und ein großer Teil des Stellenzuwachses geht auf externe, unbeeinflussbare Faktoren zurück. Wer will in diesem Saal behaupten, dass die Bekämpfung der Internetkriminalität zum Schutz der Kinder unnötig sei oder das Schengen-Dublin-Abkommen, das 60 zusätzliche Stellen verlangt, sei nicht zu erfüllen, trotz Volksentscheid. Viele Ämter sind heute am Anschlag, weil in all den Sparrunden die Aufgaben nie im gleichen Maß reduziert, wie die Mittel gekürzt wurden. In einer solchen Situation mit dem Sparhammer von 2% reinfahren zu wollen, ist das falsche Rezept. Wir begrüßen Investitionen des Bundes in die Jugend, die Harmonisierung der familienergänzenden Betreuung in der Verwaltung, den Ausbau der Hochschulpraktika und der Lehrstellen. Wir fordern aber auch den Bund auf, mehr für Attestlehren und für die Integration von behinderten Menschen zu tun. Sorgen machen uns die Mängel in der Informatik. Sie verschlingen Jahr für Jahr enorme Summen und Personalressourcen. Wir befürchten, dass mangels klarer Führungsstrukturen Millionen und Abermillionen, ähnlich wie im VBS, in der gesamten Verwaltung verpuffen, und das darf nicht sein. Auch mit dem Budget 2011 scheint man nicht wirklich Remedur zu schaffen. Es wäre aber finanziell dringend nötig. Die SP möchte auf das Budget eintreten. Sie wird verschiedene Verbesserungen beantragen. Für uns gibt es aber zwei oder deux pièces de résistance, keine 2% Kürzungsmanöver auf dem Buckel des Personals und Einhalten der Finanzziele in der Entwicklungszusammenarbeit. Wir bitten Sie, dies in der Abstimmung über diese Budgetposten zu bedenken.